und herzlich willkommen zu den Hunt-Showdown-Abenteuern Part 3. Ja, wer das nicht kennt, guckt euch unbedingt Part 1 und Part 2 an. Super lustig. Das sind die besten Clips aus meinen Streams auf Twitch. Wenn ihr Bock habt, noch dabei zu sein, 1049.de auf Twitch eingeben und ihr seid dabei. Ich streame meistens Montag bis Freitag ab 14 Uhr. Freitags dann 20.30 Uhr noch und Samstag und Sonntag, je nachdem, wie ich Bock habe. Müsst ihr mal gucken, wann ich online bin. Am besten einfach in meinen Discord joinen, da seht ihr das. Ja, jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Würde mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Haut rein, viel Spaß. Ja, ich muss erstmal ein bisschen einen hoch bekommen. Wie hört sich das denn an? Oh mein Gott, bitte nicht klippen. Also mein Hoch, mein Stimmungshoch muss hochkommen. Oh Gott, Dürvis, hallo. Oh Gott, wisst ihr, was ich gerade im Stream gesagt habe? Nein. Ich muss erstmal wieder einen Hoch bekommen. Oh, ja, aber einen Hoch meine ich mit der Stimmung. Ja. Wie kann ich denn die Munitionsart wechseln? Oh Scheiße. Ja, ich komme mit der invertierten Steuerung überhaupt nicht klar. Ich komme noch nicht mal hier vom Spawn weg. Jan hat mich getötet. Ich habe schon wieder Tränen in den Augen. Es tut mir leid, Dina. Ich wollte aufs Messer wechseln und er hat geschossen auf einmal. Links von uns sind Gegner. Ja, ist mir gerade egal. Ich weiß nicht mal, wie ich nachladen kann. Dina, es tut mir so leid. Ich drück hier irgendeine Scheiße. Ich weiß nicht, wie ich aufs Messer wechseln kann. Ich hab ja aber auch gedacht, Tina war hübscher, ne? Der ist draußen? Runde! Scheiße! Ich hab's Messer in der Hand. Bleib hier! Bleib stehen! Bleib stehen! Halt dein Maul! Stopp! Bleib! Bleib stehen! Sag er, soll stehen bleiben? Wollen wir Freunde sein? Du bist viel schneller als ich! Es gibt ganz viele Hessen. Rena ist Hessin, ich bin... Naja, sag mal... Ich bin Hessin. Von daher... Was ist denn das hier? Wo kommt denn das Ding her? Hat das gerade jemand an mir geworfen, sag mal? Ja, ich weiß, aber ja, was wollen wir denn machen? Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Unfassbar, der Knilch. Knilch, Knilch, Knilch. Was trinkt die Kuh? Milch. Er sagt aber Milch. Doch, die kleinen Kühe trinken Milch. Er kommt hinten rein. Ich möchte ihn vierzacken. Achtung, weg, 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 weg. Jan tot in drei. Warte, Ruhe, Ruhe. Er steht vor der Tür. Mach doch die Tür auf. Oh, jetzt hat er... Halt jetzt! Ich hab ihn! Hier ist die Tür offen! Mama! Oh nein, ich trottel! Schön! Boah, das ist fies!
Muss nicht immer Sixpack sein und keine Ahnung was. Ich hatte tatsächlich vor zwei oder drei Tagen auch Döner. Aus Sensationen. Was ist denn nicht Sixpack? Also ich habe auch eins. Das ist gut eingepackt, aber. Ja, ja. Das ist, ja. Also genau. Du hast ein ganzes Fass, oder wie? Arthur kommt ins Stottern, ja. Das habe ich noch nie erlebt. Ja, schreit sie! Ja. Ah, sorry. Ja. Achso, wolltest du probieren? Ja. Wo bist du, mein Freund? Ich hab was für dich. Ich geh mal lieber weit weg. Tina! Rabenra? Zu spät? Egal. Rabenra? Ja, leicht schon. Aua, aua. Was macht ihr da? Also ich bin an einem Schuss. Der Ausdauer, nicht die Ausdauer, die man sieht. Genau. Springen verbraucht so eine Ausdauer, wenn du öfter hintereinander springst, dann kannst du dich fast nicht mehr bewegen irgendwann. Also du kannst dann nicht mehr richtig springen und auch nicht mehr richtig laufen, dann bist du in Slow-Mo unterwegs. So. Weißt du, wie ich das angehört habe? Wie Chewie. Chewbacca. Mach nochmal. Das hört sich genauso an. Nee, jetzt. So. Oh, Tina! Mann, ey! Oh! Tina, stopp, wir müssen raus! Es ist gestorben! Oh, Mann, ey! Nee, das bin ich, ja. Was gibt's denn zu gucken? Mein Gott, bist du hässlich, Alter. Ach, jetzt hab ich den gelootet, weil du mich aus der Fassung bringst hier. Das hast du Pech gehabt. Was hast du jetzt davon? Ach du Scheiße. Das war die Nitro, wa? Jo. Na? Na. Was? Das sah gerade aus, als wenn du einen Pfeil im Kopf hast. Ja, dachte ich auch. Entschuldigung. Das sieht aus. Bei dir habe ich auch gedacht, du hast einen Pfeil im Kopf. Hallo? Can we talk über die Situation hier? Mann. Mann. Tina! Was denn nur schon wieder? Ich hab Katze auf dem Schreibtisch und Hunde im Keller hier. Mann, du darfst doch nicht hier rumhüpfen, du alte Kackkatze. Ist ja fürchterlich heute. Was machst du denn da, sag mal? Tina? Ja. Hast du Angst? Hast du Angst? Oh! Hast du Katina erschossen? Ja. Sorry, Tina. Was war das denn? Ich wollte dich retten. Oh Gott, nur. Ich wusste, als O kam, dass irgendwas passiert ist. Ich hab mal geguckt, ob weiß war. Ich hab's nämlich nicht gehört. Ich glaub nicht. Du glaubst nicht, dass weiß war? Nein, nee, ich glaub nicht. Oh, die hat gerade einen Moonwalk gemacht.
Schon so oft jetzt gehabt. Hallo. Hallo. Handdollar. Oh, wo? Da. Ich saß drauf. Ich oder Hentai mit mir? Hentai, hässlich. Hentai. Oh. Ein Deckchen. Was mag das? Da irgendwo. Aber die Armbrust ist ja auch. Was ist denn klar. Hier du los? Schießt ja sofort. Was los? Ach du Kacke. Ein Fass Grunts. Ja. Huch! Was ist denn mit dir? Möchtest du mein Freund sein? Ey, die ist wohlgesonnen mit mir. Hallo? Na? Ach, guck mal da! Okay, jetzt wird's zu viel. Ja, hallo! Hallo? Hä? Er brummt auf ihn! Was ist mit ihm denn? Auf irgendwas ist er richtig stinkig. Hallo? Er sieht es nicht. Stehen! Ich glaube, er hat Angst ich vor uns. Ich habe eine Frage, hallo? Sein Zombie-Kumpel funktioniert aber. Hallo? Brille Vielmann und so? Chuck! Oh, lass mal hier ins Klo einsperren. Ja, lass mal ins Klo einsperren. Nee. Das ist kein Klo, doch. Aber der sieht uns ja nicht, der ist ja uns, doof. Ja. Warte mal, irgendwann läuft er ins Klo. Ich verspäte dich. Oh. Nö. Irgendwie tut er mir ein bisschen leid, muss ich gerade sagen. Oh oh. Lass ihn noch leben! Nein! Das war unser neuer Kumpel! Kumpel am Arsch! Ja, Tina hat unseren neuen Kumpel ermordet. Verdammt nochmal. ja, war wieder saulustig. Ich habe mich jetzt im Schnitt teilweise so kaputt gelacht über verschiedene Sachen. Unfassbar. Richtig krass. Am besten war dieses Dynamitbündel, das dicke, was ich durch die Tür schmeißen wollte und dem Butcher vor die Füße. Und dann kam das obligatorische Tina! Total dumm, wirklich total dumm. Und der eine Pfeil, den ihr gesehen habt, das war heute tatsächlich im Stream passiert, den wollte ich durch den Fensterrahmen bzw. durchs Fenster schießen und da ist er einfach in der Luft hängen geblieben. Er hing nicht mal am Fensterrahmen, zu meiner Verteidigung. Und Kühe trinken sehr wohl Milch. Ja, wenn Kühe Bock haben, dann trinken sie Milch, beziehungsweise die kleinen Kühe trinken Milch. Und die großen halt nicht, das war ein bisschen dumm. Ja, denkt an meinen Teamspeak, der ist unten verlinkt. Stopp, bevor ich das sage. Wenn ihr Bock habt, mir zuzugucken, das habe ich ja schon am Anfang gesagt, 1049.de auf Twitch, würde mich sehr, sehr freuen, euch zu sehen. Ich habe auch die Zeiten am Anfang schon genannt. Immer klippen, dass solche Videos entstehen. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass alle zwei Wochen ein Video entsteht wie dieses. Das wäre schon ganz geil. Ja, jetzt aber denkt an mein Teamspeak, das ist unten verlinkt, genauso wie Game.de. Die haben mir das extra für euch zur Verfügung gestellt, könnt ihr jederzeit nutzen, könnt ihr auch Game.de gerne mal besuchen, gerade wenn ihr selber Teamspeak, Mumble, Root-Server, Game-Server, Web-Server etc. sucht, seid ihr an einer super Adresse. Mein Partner Holy Energy ist verlinkt, wenn ihr Bock auf eine Alternative zu Red Bull, Monster und so weiter habt, was noch gesund ist, beziehungsweise kein Zucker enthält, keine künstlichen Zusatzstoffe etc., guckt es euch mal an, ich bin ultra begeistert davon. Sind unten verlinkt, genauso wie zwei Rabattcodes, einmal 10% und einmal 5 Euro. Müsst ihr sehen, was ihr dann nutzt, kommt immer drauf an, was ihr bestellt. So, und jetzt denkt an meinen Discord, das ist nämlich unten auch noch verlinkt. Jetzt habe ich genug geschwafelt und Werbung gemacht. Jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und wir sehen uns morgen pünktlich um 9.30 Uhr. Jetzt muss ich kurz überlegen, ob ich heute streame, aber... ich bin mir noch gar nicht sicher, also ab 20.30 Uhr auf jeden Fall und mittags weiß ich noch nicht, aber ab 20.30 Uhr freue ich mich, euch zu sehen und morgen früh 9.30 Uhr nächstes Video. Haut rein, tschüss!